Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Elex. Ich versuche mich mal gerade an ein paar Arena-Kämpfen. Wache, wache, wache. So, genau, mit dir möchte ich erstmal noch nicht kämpfen. Ich möchte erstmal den einfachen Gegner haben. So, mal schauen, was das dann wird. Nee, 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 steh mal auf. Mann, weißt du Ich eigentlich, fordere wie dich zum spät Kampf es heraus. ist? Du bist ja derbe drauf. Du schlägst also ein Bier aus. Hey, ich wollte dich nicht beleidigen. Dann trink. Na schön. Du solltest dich vor dem Kampf noch etwas aufputschen. Alter, das Bier ist eigentlich schon zu viel gewesen. Wenn ich jetzt was nehme, qualmen mir die Socken. Wir treffen uns in der Arena. Ja, geht klar. Jupp, das geht ja leider nicht mehr. Naja. Achso, ich hätte vielleicht noch so ein Stim-Dings nehmen können. Ach, das. Ja, irgendwie wird das schon gehen. Denke ich. Ich hoffe es zumindest. Das nervt. Ja, ich warte hier. Bereit für eine Schelle? Zieh einfach deine Waffe. Klar, Mann. So. Ach, geht sogar. Okay, ich habe ja das wesentlich übler. Alter, du hättest ruhig etwas weniger zuschlagen können. Das war nicht gerade die feine Art. Ah. Aber du hast mich besiegt. Jetzt kannst du bei Big Jim abkassieren. Ich baue mir darauf ein. Hab sicher noch ein paar Reste rumliegen. Okay, ich habe mir das wesentlich schwieriger vorgestellt. Ja, wie gesagt, so stelle ich mir die Kämpfe vor. So. Wegen der Arena. Ich habe gegen Ike gekämpft. Der Typ ist meist so zugedröhnt, dass er kaum stehen kann. Und was lässt du dafür jetzt springen? Ach, deswegen bist du hier. Hier, mehr gibt's für die Pfeife nicht. 50 Splitter. Ja. Na gut, das ging ja auch relativ gediegen. Alles klar, dann Nummer 2. Du lässt alles an seinem Platz. Ich will mich mit dir in der Arena messen. Bist du sicher? Ich habe fast alle meine Kämpfe gewonnen. Und wenn du dir jetzt von mir die Beulenpest einfängst, dann kratzt das sicher an deinem Ego. Zumal ich dir keine Revanche einräumen werde. Treffen wir uns in der Arena. Wie du willst. Ich habe dich gewarnt. Hab er gespeichert. Wie kannst du das sagen? Mal gucken, wie das jetzt läuft. Dann lass mal sehen, was du kannst. Bereit? Bereit. Na, genau, das da ist nämlich so. Okay, das hat doch gesessen. Sehr schön. So kann das doch nicht weitergehen. Hau doch bitte zu. Och, du Blöder. Hör verdammt doch mal auf, dich stunnen zu lassen und hau hier zu. Gott. Aber es geht. Wie soll mit dem Schlag-Kombo-Dings kann ich ihn dann doch einigermaßen. Wer hat dich denn hereingebeten? Erwischen. Ich will mich mit dir in der Arena messen. Bist du sicher? Ich habe fast alle meine. Ja, wie gesagt, ich müsste halt mal mehr aushalten, mehr Schaden austeilen, dann wäre das alles nicht so stressig. Ich warte hier. Dann lass mal sehen, was du kannst. Bereit? Bereit. So. Ja.
Komm. Was hat mich denn erwischt? So. Ging doch. Einigermaßen. Das darf doch nicht wahr sein. Fühlt sich an, als hätte eine Horde Wüstenteufel mich plattgetrampelt. Da kann ich meine Belohnung bei Big Jim wohl vergessen. Aber da ich davon ausgehe, dass du noch gegen ihn antreten willst, schlage ich dir einen Deal vor. Ich will, dass er so richtig auf die Fresse kriegt. Und um das zu gewährleisten, habe ich ein Mittelchen, das dir den Kampf einfacher machen wird. Ich höre. Klären wir das lieber außerhalb der Arena. Es muss ja keiner hören, was ich dir unterbreite. Also bis gleich. Das klingt doch schon mal ganz gut. Ich weiß, von wem du redest. Du gehst vor. Mhm. Achso, nee, das können wir gleich holen, die Erfahrung und die Punkte. Na dann. Ich setz mich mal. So, lang genug gesessen. Also. Wie kann ich Big Jim schnell erledigen? Da mir durch den verlorenen Kampf eine Menge Kohle entgangen ist, kann ich dir natürlich nicht umsonst unter die Arme greifen. 500 Splitter und wir sind im Geschäft. Und als kleine Entscheidungshilfe gebe ich dir Folgendes mit auf den Weg. Wenn du vorhast, uns beizutreten, führt kein Weg an Big Jim vorbei. Also solltest du mein Angebot annehmen. Du hast von mir schon genug Splitter bekommen. Ja, aber das war ein anderer Fall. Nicht in meiner Welt. Also? Jetzt hast du mich ganz schön kalt erwischt. Aber gut. Gib dem selbstgefälligen Arschloch das hier zu trinken und er hat nach ein paar Schlägen genug. Dieses Gemisch schmeckt wie der beste Schnaps, macht aus dir aber den größten Waschlappen. Er wird doch sicher misstrauisch. Ach was, sobald er das Zeug nur riecht, vergisst er alle Vorsicht. Vertrau mir, er gibt immer den Unantastbaren, aber ist leicht zu durchschauen. Hm, das was wird. Ach so, ich könnte mir mal wieder ein bisschen Essen hier auch. Das halt. Kleiner Heiltrank. Essen, genau. Rotdiabla, gebratenes Fleisch hätte ich ganz gern wieder auf dem Quickslot. Oh, komm, wir machen es auf die Null. Den kleinen Heiltrank glaube ich auch mal noch so am Anfang. Sind ja glaube ich noch relativ sinnvoll. So, guck mal, da können wir noch ein Stück Fleisch nehmen dazu. Um den Geschmack vom Heiltrank runterzuspülen. Dann schauen wir mal, ob und was das wird. Hier, der geht aufs Haus. Du glaubst wohl, wenn du mir jetzt einen ausgibst, dann schlage ich weniger hart zu, wenn es drauf ankommt? Falsch gedacht. Aber gib schon her. Wegen der Arena. Ich hatte einen Schlagabtausch mit Gern. Da erzählst du mir nichts Neues. Du hast ihn ziemlich alt aussehen lassen. Aber an deinem Sieg gibt es keinen Zweifel. Hier. Ich will gegen dich antreten. So, so. Du denkst wohl, nur weil du Ike und Gunn geschafft hast, hast du leichtes Spiel mit mir. Aber das kannst du dir von der Backe putzen. Ich bin ein ganz anderes Kaliber. Aber fassen wir die Fakten mal zusammen. Da du alle Hebel in Bewegung gesetzt hast, um mich zu einem Kampf zu bewegen, will ich kein Spielverderber sein. Wenn ich dich durch die Arena jage, wird es eine kurze Vorstellung für dich. Sag mir, wann du bereit bist. Bereit für ein Duell? Mehr als das. Triff mich in der Arena. Ich bin mal gespannt. Hat er auch irgendwie so eine vergiftete Waffe? Ich warte hier. Zähl bis drei, dann liegst du am Boden. Das werden wir ja sehen. Zieh deine Waffe. So. Okay, das hat schon mal gesessen. Wir sind leider auch ein bisschen vergiftet. Das heißt, zieh mich mal kurz zurück. Ach, du kommst da hoch.
Dann würde ich gerne mal dahin. Geht nicht. Bring mich gerade schon hier selber um. Bitte mal den. Ja, das ist, die liegen leider nicht in Reichweite, die Tasten für die. Aber tatsächlich, es scheint tatsächlich zu gehen. Ich muss halt diese Kombi durchkriegen. Dann sollte das passen. Falsch. Da. Ab. So, das kennen wir alle schon. Das sollte jetzt ja machbar sein. Du bist doch verrückt. Natürlich bin ich das. Ich warte hier. Zähl bis drei, dann liegst du. Das wenn. Ich würde gerne ausweichen. So, 8 bitte. Danke. Spring doch. Diese Tasten reagieren schon wieder nicht. Das ist so schlimm. So, 9. Aua. Alter, das ist mit diesem scheiß Ausdauersystem so ätzend, wenn man nicht zuschlagen kann. Ich hätte gern unendlich Ausdauer, dann würde es vielleicht zumindest ein bisschen besser gehen mit den Kämpfen hier. Mann, Mann, Mann. Scheiße. Ich warte hier. Zähl bis drei, dann liegst du. Das. So. Hau doch mal zu. Meine Güte. Du Mistschwein hast mich besiegt. Vorsicht, oder es gibt einen Nachschlag. Lass gut sein. Einmal verlieren ist schon schlimm genug. Jetzt wird mir niemand mehr folgen, wenn ich die Rebellion ausrufe. Kannst stolz auf dich sein. Wegen einem verlorenen Kampf gibst du klein bei? Niemand hat bisher den Duke besiegt. Du hast mich aber jetzt schon besiegt. Und das, obwohl ich nicht einmal die Führung habe. Denkst du wirklich, dass mir auch nur einer der Typen hier jetzt die Treue schwört? Hier, das Elixit gehört dir. Verdammte Regeln. Tja, so schnell kann es gehen. So. Also gut, wie gesagt, bis auf den letzten Kampf ging es ja. Der ging ja dann nachher auch mal noch einigermaßen. Das meinst du doch nicht ernst. Gut. So viel dann dazu. Dann, ich weiß nicht, gehe ich mir jetzt mal irgendwie hinlegen. Ich kann mir meine Hütte mal anschauen. Ach ja, genau, oder? Wir könnten mal gucken, ob wir. Ich penne bis zum nächsten Morgen. Dann kann ich mal gucken, ob Ray schon was Neues für mich hat. Vielleicht geht es ja da auch schon mal dann ein bisschen weiter. Hi, Gun. Stört dich auch nicht, dass ich bei dir geschlafen habe, oder? So, nach einem verlorenen Kampf kannst du mir das mal anbieten. Hey, du. Du bist doch neu hier. Ich weiß nicht, ob man es dir erklärt hat, aber der Duke, also mein Boss, erhebt Steuern auf sein Territorium. Und ich, armes Schwein, darf sie eintreiben. Und weiter? Ich habe dem Boss schon oft genug erklärt, dass ich kaum dafür geeignet bin. Aber wenn ich ihm die Splitter nicht bringe, legt er mir einen Strick um den Hals oder hetzt mir meine Frau auf den Arsch. Du würdest mir also einen riesigen Gefallen tun, wenn du mir die Kohle gibst, ohne Ärger zu machen. Ich habe nämlich kein Interesse daran, als Krähenfutter zu verenden. Du hast Angst vor deiner Frau? Wenn du mit ihr zusammen wärst, hättest du das auch. Ich bin nur mit ihr zusammen, weil sie es so wollte. Aber von mir aus kannst du mich später über sie ausfragen. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Also,
Was ist jetzt mit der Kohle? Ich soll für meine Anwesenheit bezahlen. Na, nicht nur du. Wir alle müssen das, ohne Ausnahme. Also lässt du jetzt ein paar Splitter rüberwachsen? Wenn nicht, muss ich dem Boss Meldung machen. Auch wenn ich das gerne vermeiden möchte. Ich glaube dir kein Wort. Ich bin bis jetzt wirklich freundlich gewesen. Aber wenn du mir die Splitter nicht freiwillig gibst, muss ich sie mir nehmen. Der Boss steht in der Sache ganz klar hinter mir. Also leg es besser nicht darauf an. Jeder weiß, dass ich das tun muss. Und sie werden nicht zögern, mir dabei zu helfen, dir die Taschen zu leeren. Und ob du dann noch in einem Stück bist, wer weiß. Du willst meine Splitter? Dann zieh deine Waffe. Hast du mir nicht zugehört? Die Jungs hier werden mir sicher zur Seite. Niemand wird dir zu Hilfe eilen. Du bist weder ein Kämpfer, noch hat dich irgendjemand beauftragt, Splitter einzutreiben. Aber... Erspar mir das weitere Theater. Okay, okay. Ich gebe es ja zu, ich wollte dich nur abziehen. Ich verprasse die Splitter meiner Alten, um das Leben erträglicher zu machen. Und wenn ich nicht von Zeit zu Zeit die Kohle ranschaffe, schlägt sie mich zusammen. Warum lässt du dich von ihr zusammenschlagen? Wenn ich ihr die Stirn biete, endet das Böse für mich. Ich habe ihr genau einmal gesagt, sie soll ihre Klappe halten. Als nächstes habe ich mich bei Doc auf der Pritsche wiedergefunden, vollgepumpt mit allerlei Mist, damit ich meine Beine wieder fühlen kann. Eine ganze Woche lang konnte ich nur noch Flüssignahrung zu mir nehmen. Erzähl mir mehr über deine Frau. Meine sogenannte Frau, Iron Madison, das Dreckstück, behandelt mich wie Abfall. Wegen ihr ist mein Ruf im Eimer. Jeder Penner lacht über mich. Als mein Vater nie noch am Leben war, lagen die Dinge anders. Vor dem hatten sie Respekt. Jetzt heißt es nur noch, seht, da ist Liam, Nies Sohn, die größte Witzfigur weit und breit. Ich sag dir, irgendwann vergifte ich das Weib und hab meine Ruhe vor ihr und allen anderen. Eine Trennung kommt nicht in Frage? Das Einzige, was sich trennen wird, ist der Kopf von meinen Schultern, wenn ich diesen Schritt gehe. Früher, ja, da hatte sie noch etwas, das man als sympathisch bezeichnen kann. Aber seit der große Boss und die anderen starken Kerle im Fort kein Interesse mehr an ihr zeigen, ist bei ihr eine Sicherung durchgebrannt. Sie konnte es wohl nicht ertragen, dass andere ihren Platz eingenommen haben. Und ihren Frust baut sie jetzt mit Schlägen ab. Wenn sie niemanden findet, schlägt sie den, der ihr am nächsten ist. Aber ich will nicht weiter über sie reden. In Gedanken bin ich eh bei einer anderen. Entzückt. Können wir da irgendwas dran ändern? Tipp von mir. Nicht jedes Paar Brüste lohnt sich. Können wir die vielleicht mal zusammenschlagen? Was willst du hier? Na gut, oder sollen wir vielleicht schon mal... Vielleicht können wir schon mal Bericht erstatten. Ich meine, ich gebe so Sachen eigentlich immer ganz gerne gebündelt ab, aber hier kann ich halt echt jedes bisschen Erfahrung und jedes bisschen an Aufstieg gebrauchen. Wegen der Hauptmänner. Big Jims Rebellion ist abgeblasen. Gut, dass du ihm sein dummes Maul gestopft hast. Das wird den anderen zeigen, dass der Duke der wahre Herr des Ödlands ist. Den Rang eines Hauptmanns hat er sich verspielt. Dann haben wir ab jetzt wohl nur noch drei Hauptmänner. Hier, ein bisschen Spielgeld zum Verbrassen. Mad Bobs Schrottlieferungen kommen wieder an. Sehr gut. Wir brauchen das Metall dringend. Hier, hast du ein bisschen was dafür. Du hast die Zusammenarbeit mit Mad Bob wirklich überlebt. Zeichne mich ernsthaft erstaunt. Du scheinst gut mit Menschen umgehen zu können. Na gut, okay, das gab dann immerhin ein wenig Splitter. Gut. Genau, dann schaue ich nochmal bei Red vorbei.
Vielleicht hat der ja wieder was. Oder überhaupt mal was. Und ansonsten vielleicht mal die Damen befragen. Steht der eigentlich immer noch dann da oben rum? Ah ne, der unterhält sich. Sei lieber still. Ne, das ist gar nicht Red. Warum sagst du das immer? Da ist Red. Wegen Chloe. Hey, hey. So, ich bin. Okay. Vielleicht kriegen wir da auch irgendwann noch eine Meldung. Gut. Dann kümmern wir uns mal um die Damen. Die langen Finger. Da, okay. Cindy. Ach, da wäre auch Hank. Können wir noch ein paar Schulden eintreiben. Noch eine offene Schuld zu begleichen. Wer hat dir denn das gesteckt? Der Schuldschein mit deinem Namen drauf. Okay, pass auf. Die letzten Geschäfte liefen gut. Reden wir also nicht um den heißen Brei herum. Meine Schulden gegen deinen Schein. Dann sind wir quitt. Damit kann ich leben. Gut. Hier. Ja. Geht. Ich glaube, da kriegen wir einfach das Geld auch wieder zurück. So. Jetzt sag nicht, du bist mein nächster Kunde. Ich bin ja einiges gewohnt. Aber du siehst mir nicht gerade aus wie... na, wie die anderen eben. Ich gefalle dir nicht. Nicht wirklich. Aber mach dir nichts draus. Dass du nicht mein Typ bist, sagt dir nichts über deinen Charakter aus. Also nimm es nicht zu persönlich. Ich habe hier einen Schuldschein mit deinem Namen. Oh, das ist jetzt aber dumm. Ich habe in letzter Zeit nicht genug verdient, um meine Schulden zu begleichen. Es ist nicht gerade leicht, an Splitter zu kommen, wenn man eine Frau ist. Für dich ist die Summe sicher nicht der Rede wert. Aber ich stehe noch bei anderen in der Kreide. Magst du mir nicht helfen, meine Schuld zu begleichen? Hier, du brauchst sie dringender als ich. Du bist ein Schatz. Oh, und den Schuldschein bräuchte ich natürlich auch noch. Ich möchte nicht, dass der Nächste das Geld aus mir herauspresst. Hier. Danke. Du weißt gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Dir macht es nichts aus, deinen Körper zu verkaufen? Ich versuche es positiv zu sehen. Es sorgt für die nötige Abwechslung und ich mache einen guten Schnitt dabei. Es ist die einzige Arbeit, von der ich etwas verstehe. So gesehen hast du recht. Nicht wahr? Aber ich muss dich enttäuschen, Schätzchen. Du eignest dich nicht für diese Art von Arbeit. Der Vorteil an meinem Beruf ist, dass man Menschen kennenlernt, die einem mehr bedeuten als ein paar Splitter. Wie meinst du das? Von Liebe verstehst du wohl nicht viel. Ich rede von Liam, einem meiner Stammkunden. Und ausgerechnet er ist an diese Schlampe Iron Madison vergeben. Oder besser gesagt, er gehört diesem Dreckstück von einer Gefängniswärterin. Warum willst du unbedingt mit Liam zusammen sein? Ich gebe dir bestimmt keine Nachhilfe in Sachen Liebe. Aber vielleicht verstehst du es, wenn ich dir sage, dass ich irgendwann nur noch für einen Mann da sein möchte. Aber solange Iron Madison mir im Weg steht, sehe ich keine Zukunft für ihn und mich. Erzähl mir mehr über Iron Madison. Ich könnte dir erzählen, dass sie eine Zeit lang das Bückstück vom Duke war. Aber der hat schon vor einiger Zeit das Interesse an ihr verloren. Und jetzt braucht sie jemand anderen, der es ihr besorgt. Und dann nimmt sie natürlich den Kerl, der sich nicht wehren kann. Leider genießt sie noch immer einen guten Ruf beim Duke, was es schwer macht, ihr beizukommen. Ich kann dir helfen, dein Problem mit der Gefängniswärterin zu lösen. Ich will nicht, dass es gelöst wird. Ich will, dass sie stirbt. Alles andere kommt nicht in Frage.
Wenn also deine Lösung darin besteht, mit ihr zu reden, brauche ich deine Hilfe nicht. Bezahl mich und ich schaff sie aus dem Weg. Wenn du es wirklich durchziehst, kannst du dir sicher sein, dass es nicht umsonst sein wird. Es wird übrigens bestimmt nicht leicht, dir das Messer an die Kehle zu setzen. Ein offener Kampf kann dazu führen, dass du das halbe Fort im Nacken hast. Auch wenn sie nicht gerade oben auf der Beliebtheitsskala steht. Wie soll ich Iron Madison töten? Ich dachte, du wärst ein Experte in diesen Dingen. Aber du könntest sie so sehr provozieren, dass sie dich attackiert. Da ist die Chance am höchsten, dass sich niemand anderes einmischt. Greifst du sie einfach so an, kann es sein, dass manch einer hier mitmischen will. Das wäre dann dein Todesurteil. Du hörst doch sicher eine Menge Gerüchte. Da ich hier ziemlich viel Kundenkontakt habe, bekomme ich natürlich einiges mit. Aber wie du weißt, ist nichts auf der Welt umsonst. Wegen der Gerüchte? Denk dran, alles, was ich dir erzähle, hat seinen Preis. Hast du etwas über geklaute Stims gehört? Du meinst den Diebstahl bei Doc? Nein, ich glaube nicht. Denk noch mal scharf nach. Lass mich mal überlegen. Ja, doch, da fällt mir was ein. Ich glaube, ich habe eine Idee, wer für den Diebstahl bei Doc verantwortlich sein könnte. Ich höre. Scrappy. Von dem habe ich mal welche gekauft. Das Zeug ist zu gut gewesen, um von einem Müllsammler selbst hergestellt worden zu sein. Scrappy, sagst du? Den Müllsammler? Den habe ich schon mal getroffen. Ja, genau den meine ich. Die meiste Zeit hält er sich unterhalb des Forts auf. Dort kannst du ihn suchen. Alles klar. Erzähl mir etwas Nützliches. Ich hätte da einen richtigen Leckerbissen für dich. Vor kurzem hatte ich einen Kunden, der ziemlich, naja, gesprächig war. Zwischen all dem Mist über seine Frau hat er auch etwas erzählt, das dich interessieren könnte. Er hat vor ihr einen Haufen Splitter versteckt. Und ich? Weiß wo? Hier, ich gebe dir die Koordinaten. Danke. Ich danke dir. Interessant. Okay. Das könnte sich eventuell gelohnt haben. Was macht ihr da? Wie ich durch die Gegend hüpfen. So, was war denn eigentlich hier noch mit den Schuldscheinen? Da will ich nochmal kurz reinschauen. So, Waffentest. Erfolgreicher Abschlusstest ohne einen Zwischenfall, war ein voller Erfolg. Ah, okay. Elmar, okay. Wo war denn Elmar? Das Kartenstück, da müssten wir halt mal... Ist da irgendwas eingezeichnet? Irgendwie so ein X? Da wäre halt so ein Turm. Eine Größe. Na, wahrscheinlich müssen wir das zusammenfügen. So. Die gute Bohnenliebe. Radidurance. Ah. Bringt was? Stims, okay. So, auf Leben und Tod und das Diebesversteck. Naja, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. So, wo ist denn hier Elmar? Hank, Red, Blake, Big Jim, Mad Bob. Ich glaube, wir müssen uns noch ein bisschen umschauen hier. Lalala, Bier. Oh, das hätte ich vielleicht vorher mal... Warte mal. 1, 2, 3.
die zwei. Dann dich, dich und raus. Zu einfach. Mhm. Das ging doch wunderbar. Ja. Besser als nix. Das mit dem Clown klappt ja doch ganz gut. Okay, dann werde ich mal gucken, ob wir vielleicht Elmer finden oder mit Scrappy nochmal reden. Mal schauen, was die nächste Folge so für uns zu bieten hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.